Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Psycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Phasmo-Update-Video. Und zwar vom 14.12. Und es ist zwar nicht das größte Update, aber wir finden hier dennoch ein paar schöne Änderungen. Und interessant ist ein Holiday-Event, das wahrscheinlich passend zur Weihnachtszeit jetzt hier reingekommen ist. Man kann auch hier eine kleine Trophäe bekommen. Genauere Infos dazu, wie man diese Trophäe bekommt, finden wir im Hauptmenü von Phasmo bei einem, hier steht Holiday Sticker. Also da wird es wahrscheinlich einen Reiter dann geben. Da kann man draufklicken und dann erfährt man alle Informationen, die man braucht, um diese Trophäe zu bekommen. Ich werde das Ganze natürlich auch versuchen, deswegen schaut morgen gerne in den Stream rein. Dort werde ich dann alles daran setzen, diese Trophäe zu bekommen. Aber es gibt natürlich auch noch weitere Änderungen, und zwar unter anderem Reward-Changes. Denn es ist den Phasmo-Entwicklern natürlich aufgefallen, dass viele diesen Multiplikator genutzt haben, um einfach Geld zu scheffeln. Kann ich verstehen, ich fand das auch sehr super, aber die Phasmo-Entwickler wollten, dass es nicht nur um das Geld geht, sondern die wollten, dass es weiterhin noch Spaß dabei gibt. Also, dass der Spaß nicht zu kurz kommt und ja. Deswegen haben sie jetzt hier ein paar Änderungen vorgenommen. Kurz und knapp, die Belohnung, die man bekommt am Ende der Runde, ist um 80% gedroppt. Und das ist ein wenig schade, finde ich, denn ja, klar, ich kann den Gedanken dahinter verstehen. Man soll noch Spaß dabei haben und es soll nicht nur ums Geld gehen, sondern es soll einfach diese ausgefallenen und weirden Kombinationen aus diesen ganzen Einstellmöglichkeiten geben, und das soll Spaß machen und nicht einfach nur einen hohen Multiplikator für das Geld geben. Diesen Gedanken kann ich verstehen, ist natürlich dann schade für Personen, die eben weniger Geld haben oder die gerne mal ein bisschen an ihre Grenzen gehen und auch mal den ein oder anderen Tod in Kauf nehmen müssen. Denen wird sehr schnell das Geld ausgehen, und ich spreche da aus Erfahrung. Aber was hier ganz interessant ist, wenn man den Geist richtig hat und lebend rauskommt, wird schon mal das Geld, das man bekommt, verdoppelt. Also das ist ganz interessant. Also wie gesagt, Geist erkennen bringt sehr, sehr viel und natürlich abfahren. Aber so auf diese Art und Weise haben sie jetzt das Ganze ein bisschen laut deren Einschätzung gebalanced. Was bedeutet, es geht nicht mehr so stark um das Geld, dadurch, dass man einfach weniger bekommt. Wobei man jetzt sagen muss, jetzt sind vielleicht dann höhere Multiplikatoren präsenter oder interessanter. Was bedeutet, die Loan-Multiplikatoren, die werden jetzt uninteressant und die werden nicht mehr so gut verwendet. Also da ist dann, also nicht ganz gebalanced, aber zumindest schon mal ein Versuch in die richtige Richtung. Denn ich finde auch, der Spaß sollte an erster Stelle kommen, und das hat sich so ein bisschen verloren. Aber um wirklich meine ehrliche Meinung von mir zu geben, sie hätten eigentlich nichts ändern müssen. Die aus Spaß spielen, hatten trotzdem Spaß. Und wenn man dann einfach noch genug Geld verdient, sodass man genug Equipment hat, dann steigert das vielleicht sogar noch den Spaß, weil dann kannst du weiter an deine Grenzen gehen. Apropos Grenzen, es gibt jetzt hier auch noch, geile Überleitung, Anpassungen zu manchen Geistern, und ein paar sind dabei, die sehr, sehr interessant sind. Aber fangen wir erstmal mit den allgemeinen Geistern an. Also scheinbar das Flackern während der Jagd vom Geist, also wie man ihn sieht, das ist jetzt synchronisiert worden auf alle Spieler, denn das war sonst teilweise ein bisschen schwierig, wenn bei dem einen Spieler der Geist gerade unsichtbar ist und der andere sieht ihn gerade, dann ist es teilweise tricky gewesen, ein Foto zu machen. Und das sollte jetzt gebalanced sein, also sprich ausgeglichen auf alle Spieler. When hunting ghosts, no effect light at the same range as equipment, if on the same floor. Normalerweise war das Equipment oder die Lichter, die haben unkontrolliert geflackert, auch wenn der Geist noch nicht hundertprozentig in der Nähe war. Jetzt haben die das Ganze angepasst, dass wirklich die Lichter nur noch in seiner Nähe flackern, auch das Equipment. Und für alle Geister gilt ungefähr 10 Meter Range. Es gibt aber einen Geist, bei dem es eine größere Range ist, da der sich anziehen lässt oder sich beeinflussen lässt von elektronischen Gegenständen. Das ist der Raiju oder Raichu, und bei dem sind es 15 Meter. Was bedeutet, man kann es vielleicht an diesem Licht flackern. Kann man vielleicht herausfinden, ob es ein Raichu ist oder ein anderer Geist. Gut, man muss sich natürlich ein bisschen dran gewöhnen. Also sprich, man braucht erstmal viele normale Geister, damit man merkt, wann man ein Raichu hat und somit diese Range größer ist. Aber finde ich eigentlich ganz schön, schöne Idee und ein weiteres Kriterium, um den Raichu zu erkennen. Dann als nächstes haben wir das Gespenst. Das Gespenst hat auch ein paar Anpassungen bekommen. Also auch im Genre haben wir jetzt eine neue Schwäche. Die kann ich jetzt hier leider nicht einsehen. Das können wir dann erst im Stream machen. Oder ihr könnt selber nachschauen. Aber was ganz interessant ist,
das Gespenst kann jetzt nicht mehr ins Salz steppen. Normalerweise, auch beim Gespenst war es so, dass wenn ihr einen Salzhaufen habt, dass es reinläuft. Man sieht diesen Fußabdruck im Salz, aber sonst keine UV-Licht-Fußabdrücke. Und das haben sie jetzt angepasst, indem auch das Gespenst keinen Salzfußabdruck mehr in diesem Salz hinterlassen kann. Er kann da nicht mehr reingehen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt also die Vermutung habt, dass ihr ein Gespenst habt, also ihr habt, sagen wir mal, Gespenst, Phantom in der Auswahl und ihr platziert Salz und auf einmal ist da ein Fußabdruck im Salz, ist das Gespenst raus. Als nächstes haben wir den Obake und die Änderung finde ich ein bisschen interessant, denn damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Obake have finally remembered how to shapeshift. Für alle, die jetzt zum Beispiel kein TFT gezockt haben, denen ist Shapeshift kein Begriff, ist Shapeshift heißt Formwandeln. Und das fand ich sehr, sehr interessant, damit hätte ich irgendwie beim Obake nicht gerechnet, aber wer sich zurückerinnert, als der Obake reinkam, es gab Gerüchte eines Gestaltwanderers oder Gestaltwandlers, Wanderers, mein Gott. Und das haben sie jetzt hier wieder mit reingebracht. During a hunt, Obake have a 6.66 chance each time it flickers to shapeshift into a different ghost form. They will then return back to their original form. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das auf den Skin zurückzuführen ist, aber es könnte durchaus sein, oder glaube ich zumindest. Könnte aber natürlich auch auf irgendwelche Verhaltensweisen bezogen sein, aber das wäre sehr unwahrscheinlich, denn das hat ja eigentlich der Mimic. Deswegen glaube ich wirklich, dass sich der Geist oder seine Optik ändern kann. Und das finde ich sehr, sehr cool. Denn im Grunde steht hier, dass immer wenn das Licht flackert, während der Jagd, gibt es eine 6,66%ige Chance, und ich finde amüsant, dass sie diese Zahl gewählt haben, dass er sich in eine andere Geisterform transformieren kann, also ändern kann. Was bedeutet, ihr müsst jetzt nun genau hinschauen während der Jagd, denn so könnt ihr vielleicht auch noch Nobake erkennen. Wobei man sagen muss, Nobake hat eigentlich so viele verschiedene Möglichkeiten, ihn zu erkennen. Und jetzt hat er noch eine weitere Form, aber diese Form finde ich am coolsten. Und am Ende der Jagd wird er sich wieder zurücktransformieren in seine normale Form, sollte er beim sozusagen letzten Flackern sich dann verändern. Und this is guaranteed to happen at least once per hunt, so keep your eyes peeled. Das Ganze wird mindestens einmal pro Jagd passieren. Was bedeutet, jetzt lohnt es sich beim Obake, es auf eine Jagd ankommen zu lassen und ihn wirklich, wirklich genau hinzuschauen. Je länger ihr ihn anschauen könnt, desto besser natürlich. Ist aber durch die Zeitgeschwindigkeit gar nicht mal so leicht. Aber ja, dann könnt ihr vielleicht erkennen, ob er seine Gestalt wandelt. Und ich freue mich da auch sehr drauf auf die Videos, auf die Streams. Denn das möchte ich natürlich auch gerne mit eigenen Augen sehen. Als nächstes haben wir einen besonderen Geist, oder früher war er besonders, inzwischen nicht mehr ganz so sehr, und zwar einen guten Revenant. Und den Entwicklern ist auch aufgefallen, dass er früher gefürchtet war und jetzt sein Podium abgeben musste. The legendary Revenant has been left behind in the ranks of the new treating ghosts. Also verglichen mit den neuen Geistern, die jetzt reingekommen sind, nach ihm musste er leider seinen Status aufgeben, seinen Rang aufgeben sozusagen. So, we are finally returning some former glory to the speed beast. In adjusting how this ghost hunts, hopefully placing them back on the podium. Und das haben sie sehr, sehr schön geschrieben. Allein das returning some former glory to the speed beast finde ich richtig cool, denn früher war er wirklich gefürchtet. Wenn er dich gesehen hat während der Jagd, hast du gewusst, du bist tot, weil er so schnell zu dir gekommen ist. Du hast fast keine Chance gehabt, auch mein erstes Mal räuchern lief genauso ab. Ich habe ihn gesehen, ich war überrascht von seiner Geschwindigkeit und war tot. Und jetzt haben sie das Ganze ein bisschen angepasst, damit er wieder zu seiner alten Größe zurückkommt und wieder seinen Platz auf dem Podium einnehmen kann. Und zwar, instead of slowing down instantly after losing line of sight, Revenant will keep the increased speed until reaching your last known position. Also sprich, normalerweise war es so, der Revenant sieht dich, kriegt Hyperspeed, 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 bis er dich nicht mehr sieht. Sobald du um eine Ecke warst oder ihn geräuchert hast, wurde er langsam. Instantly, bupp, langsam. Jetzt haben sie das Ganze angepasst. Jetzt reduziert sich dann einfach nur seine Geschwindigkeit, bis er deine letzte Position erreicht hat. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, weil, ne, wenn ihr jetzt, wenn er dich sieht, bupp, 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 und du läufst um eine Ecke. Sagen wir mal, er hat dann noch 4 Meter, dann slowt er sich langsam runter, bis er zu dieser Ecke kommt. Wenn er dann um diese Ecke geht und er sieht dich dahinter nicht mehr, hat er wieder normale, also diese verlangsamte Geschwindigkeit. Aber das geht jetzt, wie gesagt, eben langsamer wie beim Auto. Kannst du auch nicht bupp abbremsen, sondern muss er auch erstmal langsamer werden. Was jedoch hier interessant ist, oder was ich mich frage, ist mit Räucherstäbchen.
wenn man räuchert, dann ist er ja theoretisch an deiner letzten Position, er ist ja dann verwirrt, sieht dich nicht mehr, dann müsste er eigentlich auch langsamer werden. Aber wenn, stelle ich mir jetzt die Frage, das könnte ja auch sein, dass er dann erstmal, keine Ahnung, seinen Hyperspeed behält, bis er dann wieder klar im Kopf ist und dann nochmal zu dieser Location zurückgeht, wo du ihn geräuchert hast, wo er dich zuletzt gesehen hat und dann erst ab da wieder normale Geschwindigkeit hat. Ich glaube zwar eher ersteres, sprich, sobald du räucherst, reduziert sich auch schon seine Geschwindigkeit, aber genaueres kann ich natürlich dann erst sagen, wenn ich das selber gesehen habe. Hier gibt es auch noch eine weitere Line. Der Speed will now decrease gradually over 22.7 seconds. Also sprich, diese Geschwindigkeitsreduzierung von Hyperspeed bis Schnecke dauert insgesamt 2,7 Sekunden. Als nächstes haben wir den Goryeo. As Goryeo have a history of disobeying the roaming changes, we have finally put an end to the over-exploring Ghost. Genau, da gab es ja ein paar Schwierigkeiten mit dem Goryeo, der eigentlich territorial ist, aber teilweise ist er trotzdem rumgeroamt oder hat seinen Geistraum gewechselt. Das war dann teilweise ein bisschen schwierig, den Goryeo dadurch zu erkennen. Das haben sie jetzt angepasst oder geändert. Der Goryeo kann seinen Lieblingsraum nicht länger wechseln und er kann keine größeren Distanzen roamen. Was bedeutet, ich denke da zum Beispiel jetzt an Ridgeview. Er ist rechts in einem der Schlafzimmer und kann dann nicht links auf einmal in der Garage auftauchen. Und das vorletzten Geist haben wir den Hantu. Hantus Secret Ability Visuals have been adjusted. Ihr kennt es ja, ein Hantu hat Freezing Atem, wenn er im Geisterraum ist, also in einem Raum mit Freezing. Das haben sie jetzt ein bisschen angepasst. Hantu Cold Breath will not play in any room during Hunts if the breaker is off. Also, wenn der Breaker an ist während der Jagd, hat er diesen Atem im Geisterraum, in dem Freezing ist. Außen nicht. Sollte jetzt aber der Breaker aus sein, na, dann hat trotzdem nur der Geisterraum Freezing, aber die anderen Räume kühlen sich runter. Sprich, dann hat er aber dennoch in den anderen Räumen immer noch seinen Hauch vor dem Gesicht. Was bedeutet, ja gut, jetzt ist natürlich die große Preisfrage, möchte man es darauf ankommen lassen, den Breaker auszulassen beim Hantu, der dann gefühlt Hyperspeed hat. Dann könnte es vielleicht dennoch schwer werden, diesen Atem zu erkennen. Jeder frage ich mich jetzt an dieser Stelle. Wir haben jetzt beispielsweise die Sanity so weit droppen lassen, lassen uns noch 2% fehlen bis zur Hunting Range. Die ganze Zeit bei der Breaker an, das ist alles schön auf kuscheligen 20 Grad. Man macht dann den Breaker aus. Denn theoretisch würde man ja diese Auflagen erfüllen, der Breaker ist aus während der Jagd. Aber theoretisch müsste es ja noch warm sein, was bedeutet, er müsste immer noch eine niedrige Geschwindigkeit haben, weil es zu warm ist, aber dennoch müsste man den Hauch sehen. Da muss man auf jeden Fall genauer drauf achten, denn das wäre auf jeden Fall ein kleiner Trick, den man anwenden könnte. Wir haben ja aber noch eine zweite Line. Hunt to Cold Breath Visuals have been improved. Also man, das wurde ein bisschen überarbeitet. Jetzt natürlich die große Preisfrage, kann man es dadurch leichter erkennen oder schwerer erkennen, aber ich denke, dass sie es eher ein bisschen leichter gemacht haben. Als letzten Geist haben wir den guten Yorei. Yorei can no longer use the ability when there is no door in its current room. Der Yorei hat eine Besonderheit und zwar, er kann Türen, die komplett geöffnet sind, mit einem Ruck komplett schließen und das nicht nur während eines Events. Jetzt haben sie das Ganze angepasst, dass er das nur noch kann, insofern eine Tür in seinem Raum ist. Das überlege ich gerade. Wir haben da zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal an Ridgeview denken, das Foyer. Das Foyer hat offiziell keine Tür. Denn um zu einer Tür zu gelangen, muss man erstmal durch einen anderen Raum, sprich die Tür würde zu einem anderen Raum zählen. Dort könnte er dann nicht mehr sein Event nutzen oder seine Fähigkeit nutzen, indem er diese eine Tür schließt. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger, wobei man sagen muss, beim Foyer zählt die Eingangstür. Also doofes Beispiel, aber na, ihr wisst, was ich meine. Wenn es da keine offizielle Tür gibt oder... Ich überlege gerade, gibt es irgendeinen Raum, der gar keine Tür hat? Gut, wahrscheinlich sind es dann eher in den größeren Gebäuden. Aber ja, dann kann er jedenfalls keine Tür schließen. Dann gibt es natürlich noch ein paar weitere Anpassungen unter dem Reiter New. Ich werde jetzt hier nicht auf jeden Punkt eingehen, sondern nur auf die Punkte, die für mich am interessantesten sind. Unter anderem ist nämlich der Nebel wieder zurückgekommen. Fog will now only be where it makes sense and has received a visual overhaul. Also dieser Nebel wird jetzt nur noch an Gebieten sein, in denen er es Sinn macht. Und es hat neues Visual Overhaul. Sprich, es sieht anders aus. Locations will start at the same temperature as clear weather. Ach so, okay, damit sagen sie es eigentlich, es ist ein offizielles Wetter jetzt wieder. Finde ich ganz cool. Aber da frage ich mich dann, weil wenn sie sagen, man kann es nur haben an Orten, an denen es Sinn macht, man kann nicht immer Nebel einstellen. Also wahrscheinlich
kann das dann wirklich nur der Fall sein, dass man zum Beispiel ein Campsite oder sowas den Nebel hat. Denn dort macht es Sinn. Aber das werden wir dann herausfinden. Und die Temperatur, oder wenn man in diese Map startet mit Nebel, wird die Temperatur zwischen 8 und 15 Grad sein in den Räumen. Dann kam ein neues Wetter hinzu, und zwar Sunrise Weather. Und dort starten die Temperaturen bei 10 Grad bis 18 Grad. Also sehr, sehr cool. Finde ich ganz gut. Sprich, der Geist darum hat trotzdem dann unter 10 Grad, beziehungsweise wird schnell unter 10 Grad kommen. Die anderen Räume haben einfach 10 bis, also haben schon über Geistraumtemperatur. Somit wird es da natürlich leichter sein, den Geistraum zu finden. Weather effects have been completely recreated from the ground up. Die Animationen, die haben sich ein bisschen geändert, die wurden ein bisschen angepasst. Rain and snow have received large performance increase and improved visuals. Also gerade der Regen und der Schnee sehen jetzt scheinbar anders aus. Daumen sind gedrückt, ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber vielleicht haben wir jetzt sogar Schnee am Boden. Das wäre natürlich super. Dann gibt es neue Grafik-Options, also bezogen auf den Nebel und so weiter, die man... Also da kann man sich jetzt, kann man jetzt ein bisschen spielen in den Einstellungen, um die Performance zu verbessern oder einfach die Grafik, also sprich die Optik vom Spiel zu verbessern. Man kann Kruzifixe platzieren und das... Mit endlich diese Frage, wie funktioniert das Kruzifix, ein bisschen abmindern, sage ich jetzt mal. Denn jetzt kann man die Kruzifixe am Boden platzieren. Ich gehe mal davon aus, wie andere Gegenstände, die man platziert, je nachdem, wie eure Einstellungen sind, mit E oder mit F oder whatever. Und es wird dann ein Radius angezeigt. Und das ist sehr, sehr schön. Es wird der Radius angezeigt, in dem die Kruzifixe wirken. Es gibt auch ein schönes Video von mir, die meistgestellten Fragen, oder ich bin auf die meistgestellten Fragen eingegangen. Dort habe ich auch schon das Kruzifix erklärt, auch mit diesem Radius. Und könnt ihr auch gerne anschauen, wenn ihr da nochmal ein Sinnbild haben wollt. Aber ich denke, dass diese Einstellung jetzt reichen sollte, um einfach besser mit den Kruzifixen klarzukommen. Es gibt noch weitere Änderungen, viel mehr interessante Punkte. Auf die gehe ich jetzt nicht ein, denn die Channels sind einfach nur so kleine Änderungen wie Optik, wie Performance. Aber ich hoffe dennoch, dass es euch helfen wird. Schaut es euch gerne selber nochmal durch. Changes und Fixes. Hier ist auf jeden Fall noch ordentlich Stuff dazugekommen. Kleine Änderungen. Aber das Größte haben wir jetzt behandelt. Und das Video geht jetzt schon 23 Minuten. Aber jetzt habt ihr alle Informationen. Ich habe es dann versucht, so kurz wie möglich zu halten. Aber ich sag mal so, lieber gleich ein bisschen mehr. Und das wird dann geskippt, als dass dann am Ende Informationen fehlen, die euch dann am Ende vielleicht sogar das Leben kosten könnten, gerade bezogen auf die Geister zum Beispiel. Aber ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Morgen wird es einen Stream geben, sprich am 15.12. Dort werde ich mir das Phasma-Update genauer anschauen und dort werden wir auch so ein paar kleine Fragen, die ich jetzt hier im Zuge dieses Videos aufgestellt habe, werden wir dann vielleicht schon klären können. Ich wünsche euch einen schönen Abend, haut rein, bis dann, ciao, ciao.